Ein Hallo meine jungen Assassinen und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wer letztes Mal nicht gesehen hat, unbedingt nachholen, und ich bin jetzt hier schon zum nächsten Aussichtspunkt gegangen. Er wird gerade erkundet und ja, in diesem Part werden wir jetzt die Aussichtspunkte hier noch alle abklappern und werden dann am Ende zu dem Templer-Versteck gehen, was es da noch gibt. Dort erwarten uns, glaube ich, ein paar Schätze und ein bisschen, ja, ein paar Gegner, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ach, kann ich das gar nicht in der Luft? Schade. So. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz. Wow. Ich wollte dich gar nicht bestehlen, sorry. Ein großes Giftfläschchen kaufen. Kleider färben. Ja gut, da gibt es nichts Neues. So. Gut, Apothekenbedarf. Gift können wir mal kaufen. Genau, haben wir jetzt gerade das Fläschchen bekommen. So. Alles klar, und dann gehen wir zum nächsten Aussichtspunkt, bevor ich hier noch weiteren Stress anfange. Aber ich bin ehrlich, dass es diesen Part hier gibt, habe ich ganz vergessen. Oh! Okay, und hier scheint es eine Glyphe zu geben. Wo gibt es die denn, die Glyphe? Das würde ich doch wirklich gerne wissen. Ah, okay. Ah, kleiner Aussichtspunkt aber. Nein. Ja, ganz toll. Ja, doppelt gemoppelt hält besser, ne? Ich wollte das Adlerauge aktivieren. Oh, und was sehen wir? Ah, da ist die Glyphe und da ist hinten noch eine Feder. Aber erstmal machen wir die Glyphe. Ich hoffe, es ist nicht so eine schwierige. Ich weiß, dass es noch eine schwierige gibt. Was mit mir geschieht. Ich war in der Maschine und sie stecken mich immer wieder rein. Ich verliere Kontrolle. Und alles verschwimmt. Okay, Blutlinien. So, die Saat wurde gesät, als zwei Welten zu einer wohnen. Seht die Assassinen Kinder zweier Welten. Okay. So, da Nähe besucht von Zeus. Ach so, da oben sieht man, ja, da sieht man da so ein bisschen. Okay, alles klar. Was ist das für ein Bild? Leder und der Schwan. Amor und Psyche. Der Raub der Europa. Ich glaube, ich erinnere mich daran noch ein bisschen. Ich glaube, das hat immer was mit zwei Personen zu tun. Hera und Leander, ja. Das war, glaube ich, so. Was ist das hier? Die drei Grazien. Naja. Wie war das nochmal? Die Saat wurde gesät, als zwei Welten zu einer wohnen. Seht, die Assassinenkinder zwei Welten. Ah, die Saat wurde gesetzt, als zwei Welten zueinander wohnen. Es gibt ja sozusagen die Gotteswelt und die Menschenwelt. Ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass man immer einen Gott hatte und einen Menschen sozusagen. Und dann wäre das das erste Bild. Amor ist ja auch ein Gott. Das wäre die zweite. Was ist das für ein Bild? Hero und Leander. Ja, ich glaube, es war auch eins. Was ist das? Kleopatra vor Cäsar? Nein. Madame X glaube ich auch nicht. Jupiter und Io, ja. Okay. Venus. Gut. Mal schauen. So, ich glaube, das war das. Das. Dann war das, glaube ich, das hier. Also das auf jeden... Also, nee, Quatsch. Das doch eigentlich nicht. Was laber ich denn da? Die drei Grazien? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war so. Dann war das auf jeden Fall das hier. Was war das denn nochmal hier? Jupiter und Io? Nö. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich füge jetzt einfach mal alle nochmal ein, aber... Besucht von Zeus. So. Leder und der Schwan. Lassen wir das einfach mal drin.
Dann das auf jeden Fall. Vielleicht das nicht, sondern das. Jupiter und Io. Hm. Oh Mann, wie war das denn nochmal? Hinweis. Das kann nicht sein. Naja, ich hörte mal was. So Legenden über Götter, die sich mit Sterblichen fortpflanzten. Na genau, also war ich doch noch gar nicht so falsch, was es mit der Götterwelt anging. So. Das würde also passen. Das könnte auch passen. So, Kleopatra und Cäsar waren auf jeden Fall sicherlich keine Götter. Nee, aber wisst ihr was, Leute? Da werde ich schon wieder selber überlegen. Ist mir jetzt gerade zu doof. Ich habe nämlich keine Lust, wieder Ewigkeiten zu warten, bis ich das herausfinde. Es mag mir gerade nicht einfach nicht... Keine Ahnung. Naja, egal. Es mag mir einfach gerade nicht einfallen. So, gehen wir die Feder noch holen. Ich bin das Logische gerade durchgegangen und ich gehe sicherlich nicht alle Bilder so doof durch, bis ich es irgendwann habe. Darauf habe ich keinen Nerv. Gehen wir einfach zum nächsten Aussichtspunkt, auch wenn mich das immer nervt. Also es nervt mich richtig, wenn ich das nicht weiß. Weil ich weiß, ich habe das noch letztens... Irgendwo hatte ich es noch, bin ich mir ziemlich sicher. Und eigentlich weiß ich nicht, warum gerade meine Lösung nicht geklappt hat. Ich meine, ich kenne mich in der Götterwelt jetzt nicht so aus, aber... Auf jeden Fall Kleopatra und Cäsar kann ja gar nicht passen. Ich meine, weder Kleopatra noch Cäsar waren Gott. So, Madame X weiß ich nicht, was das ist. Oder wer das ist, die drei Grazien oder was das da war, da bin ich mir auch unsicher. Hera und Leander war ich, ist jetzt auch nicht so das, wo ich so von überzeugt bin, aber... ich habe ja mehrere Möglichkeiten ausprobiert. Wo gehen wir, machen wir denn gleich den Sprung rein? Ach, dahin, glaube ich, ne? So. So, da ist eine Codex. Ups, Hilfe. Okay, ich habe gerade was gegessen und jetzt ist mir dummerweise, während ich was geredet habe, das Stück in eine Taste gefallen. Nein, jetzt will das da nicht rauskommen. Mann. Mann. Scheiße. Ah, ich habe einen Stift liegen. Muss ich das erstmal rausholen, ganz kurz. Ja, ich hab's. Super. Okay, gut. Weil ich möchte nicht, dass ich zwischen meiner Tastatur irgendwas... sammelt. Mag ich nicht so, wirklich. okay, dann markiere ich das schon mal, aber gehe vorher noch zur Codex-Seite. Weil die können wir uns auch in einem schnappen, wenn wir jetzt mal hier sind. So, aus dem Weg. Hallöchen. Schön, dass ich trotzdem umgehauen wurde. Willst du mich... Wollen die mich gerade verarschen? Obwohl ich eigentlich ausgewichen bin, aber okay. Ausgewichen vor allem, ausgewichen. So, hier. Für dich extra Augenpeeling. Augenpeeling, ja. Auch ganz neue Definition. Codex-Seite erhalten. So, heilen. Der anwesenden Nonnen abschlachtete, bevor er die andere Hälfte vergewaltigte.
Ja, genau, weil ich das natürlich auch getan habe, du Witzbold. Meine Güte, was denkt der sich denn da gerade schon wieder aus? Klar, das halbe Nonnenhaus habe ich abgeschlachtet und die andere Hälfte vergewaltigt. Nee, logisch. Also was... das könnten alles Märchenschreiber werden, ne? Die haben so eine blühende Fantasie, ist Wahnsinn. So, eine Feder eingesammelt und der Aussichtspunkt ist da oben. Okay, mal gucken, wie wir da hinkommen. So, klasse. So, es bleiben jetzt noch zwei Aussichtspunkte. Wahnsinn, wie groß Venedig. Wow. So, Wahnsinn, wie groß Venedig ist, wenn man mal so schaut. Okay, so. Aber dafür müssten wir jetzt aber wieder raus. Ich überlege gerade, ob wir nicht dann erst das Templerversteck einfach machen. Und dann, den Aussichtspunkt, dann müssen wir hier nicht mehr zurückkommen. Ich glaube, so machen wir das jetzt auch mal eben. So, super. Okay, Schiffsbruch. Das Trockendock des Arsenals infiltrieren und den darin versteckten Templerschatz finden. Okay, als ob wir noch mehr Geld nötig hätten. Aber gut. Okay, eigentlich wollte ich dich runterziehen, aber gut. So geht's natürlich auch. Oh, hi. Latu, da ist er! Auf ihn! Na komm her. So. Kommen die anderen eh gar nicht mit. So, wo müssen wir denn entlang? Ne, hier hoch kommen wir nicht. Wie war das nochmal? Ah, ich sehe auf jeden Fall... Achso, komme ich gar nicht hin. Schade. Okay, anscheinend kann man sich hier entlang hangeln. Mal gucken, was hin... Ah, okay, es führt dahin. Alles klar. Ich töte alle, die hier durch wollen. Ja, ich darf nicht hier sein, ist ja gut. Bin ja schon weg. Wo muss ich denn jetzt entlang? Ach ja, da. Oh Gott, bitte lass mich noch hochkommen. Oh Gott, ich dachte schon.
Out. Was glaubst du, wo du hinrennst? Nicht nirgendwo. So. Ich will, dass ihr ihn fasst. So, dich habe ich auch. Deine Männer sind in die Festkammer eingebrochen und wollten uns befehlen. Keine Ahnung. Ich arbeitete auf die Schiffe. Ihr seid Kinder. Jeder einzelne von euch. Gute Frage. Ich glaube, hier bin ich gerade nicht richtig gewesen. Oder? War ich hier doch richtig? Nee, kann mir nicht vorstellen. Nee, von da bin ich ja gekommen. So, warum musste ich dann nach hier oben? Bestimmt nicht nur, um die Wachen auszuschalten, oder? So, hier scheint es weiterzugehen. Also geht's da doch. Ach so, nein. Ach, ich weiß jetzt. Ich muss mich da so komplett entlang hangeln wahrscheinlich. Ah, genau. Ja, jetzt weiß ich es wie. Okay. Ich versichere euch, ich entstamme einer alten Familie von Schiffsbauern. Ich bin kein Dieb. Dann tötet mich doch! Wenigstens behalte ich meine Ehre, anders als der Sohn eines Schweinehirten hier vor mir. Er hätte besser auf seine Leute achten sollen. Bei einem Einbruch in die Schatzkammer hört der Spaß auf. Wir brauchten ihn für die Flotte. Jetzt muss ich einen anderen Schiffsbauer finden. Melde Eindringlinge das nächste Mal der Wache, statt dich selbst darum zu kümmern, Esel. Donato? Cazzo! Assassino! Ah, den fliehenden Templer töten. Das werde ich machen. Ja, okay. Achso. Gott, wie ging das hier nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Alles so ungewohnt. Nein. Ja, ganz klug, so eigentlich nicht. Na toll, ja. So wahrscheinlich eher nicht, Alex. Nee. Gott, wie ging das hier nochmal? Warte, wir waren ja eben eigentlich hier. So, dann. Ja gut, das ändert ja eigentlich nichts. Aber... Was hat man denn jetzt hier nochmal gemacht? Hä? Wie ging das nochmal? Safe, ich weiß das nicht mehr. Wartet mal, wir waren jetzt eben, wir sind hier entlang gekommen. Ja, bitte jetzt nicht noch ins Wasser fallen. So, da sind wir entlang gesprungen und alles. Dann, wie ging... Ja, Alex, genau, spring ins Wasser. So, dann sind wir jetzt hier. Und dann... Muss ich... Nee, da muss ich doch wahrscheinlich nicht... Da komme ich eh gerade gar nicht drauf. Doch, vielleicht wirklich...
hier rüber. Vielleicht über diese Balken dann hier. Einzig vorstellbar. Ja, okay, scheint richtig gewesen zu sein. Und diese Kameraperspektive, wa? Ich bin schneller. Ja. Bist du auch, aber nur wegen meiner eigenen Dummheit. Aber eigentlich ist das eh egal am Anfang. Das ist ja eigentlich so geskriptet, dass man den später wahrscheinlich wieder ganz knapp vorher abfangen kann. Weil man sieht das ja auch, der wartet ja die ganze Zeit. Oder hat ja sehr lange da gewartet, sonst wäre der ja schon längst meilenweit weg gewesen. Ja, genau, und hier. Wenn ich jetzt nicht zu blöd bin. Alles klar. Geiles Spiel, auf jeden Fall. Stabil. Also muss man sagen, dass das Luftattentat einfach durch diese Mauer unterbrochen wurde. Geil. Kriege ich ja gerade schon wieder die Krise. Auf jeden Fall Premium gelöst. Das ist schon lustig. Also eigentlich hätte man... Ja, das wäre auch eigentlich ganz anders gewesen. Eigentlich wäre man da entlang gesprungen und... Ach, egal. Ja, eigentlich wäre man da von Leuchter zu... Ach, das ist doch... Ist es echt beschissen, muss man sagen. Also, ich hatte ihn eigentlich und dann... Nö, wird einfach unterbrochen. Weil die Wand halt davor war. Ja, super. Ach, wie muss ich denn dann laufen? Muss ich jetzt komplett zurück? Nee. So, wie lief es denn ab? Eigentlich ja so. Dann so hier rum. Und dann hätte ich ihn eigentlich nämlich so per Luft an. Ja, ich bin aber noch auf den anderen Leuchter gesprungen, ich Idiot. Genau, und dann habe ich das Luftantrag und dann bin ich da an dem anderen Leuchter hängen geblieben. Super, ganz toll, Alex. Und wie komme ich da jetzt rein? Zauberei oder wie? Ach nein. Hier ist eine Wand, okay. Naja, muss ich mich halt mit denen allen rumschlagen. Was soll's. Ihr meint aber nicht, dass ich irgendwen von euch entkommen lasse, ne? Just saying. Okay, Ezio macht noch nicht mal die letzte Killer-Animation. Alles klar. Schön. Gut zu wissen. Oh ja, die Kameraperspektive musste natürlich jetzt sein. So, öffnen wir das mal. Oh, wir sind bei 24 Minuten, sehe ich gerade, krass, okay. Nun gut, dann werden wir halt die Aussichtspunkte auf den nächsten Part verschieben. Die restlichen, die da noch fehlen.
So, okay. Dann würde ich sagen, reparieren wir nochmal kurz alles. Tja, dann wirkt ihr also nur so... Ja, dann wirklich nur so gewöhnlich. Ich kürze einen Satz einfach ab. So, dann machen wir im nächsten Part noch die letzten zwei Aussichtspunkte, begeben uns dann zur nächsten Hauptmission, denn was anderes haben wir gar nicht übrig. Wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben, wäre wie immer nice, netter Kommentar hinterlassen und im nächsten Part sehen wir uns wieder. Ciao, Leute.